Für viele Köche ist es beinahe ein Graus. Da stehen sie und zaubern. Und am Ende bestellt der Gast einen Wein, der die ganze Komposition auf dem Teller zunichte macht. Nun ja, ganz so schlimm kommt es fast nie. Die kundige Weinberaterin gibt mit Erfahrung gute Tipps, abgestimmt mit dem Chef de Cuisine. Viele sagen natürlich helles Fleisch, heller Wein, dunkles Fleisch, roter Wein, aber das ist eigentlich völlig egal. Also jede Geschmäcker sind ja auch total unterschiedlich und natürlich gibt es ein paar Kriterien, die man eingehen sollte mit der Säure und mit der Cremigkeit. Da soll man natürlich bestimmte Weine bevorzugen. Der leichte rote zum Fisch, der kräftige weiße zum Steak. Geht also, muss halt schmecken. Und wie findet der emotionale Feinschmecker das heraus? Austesten. Man lernt auch immer wieder neu dazu. Man muss halt eigentlich auch sehr gut mit dem Küchenchef zusammenarbeiten, natürlich zusammen abklären. Und bei uns ist es auch immer so, dass man vorher einfach das Gericht probiert, dass man natürlich auch verschiedene Weine, natürlich hat man immer was im Kopf, was schon passen würde, aber man muss natürlich alles im Voraus gut probieren. Der wichtigste Tipp also, gut und viel probieren. Es gibt sicher Schlimmeres. Jeder deutsche Erwachsene trinkt pro Jahr durchschnittlich 20 bis 21 Liter Wein. Ob das reicht, um sich auszukennen? Die Fachfrau bezweifelt es.